Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Für diejenigen, die auf diesem Kanal hier neu sind, möchte ich gleich einmal vorwegschicken, wir sind hier nicht welche, die nur einfach zuhören und sagen, ja, das klingt recht gut und ist ja ganz nett und schauen wir dann wieder weiter und vielleicht kommen wir wieder zurück. Nein, wir sind hier wirklich, wir sind hier nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes, ja. Und wir haben einen Auftrag von Gott bekommen, von Jesus bekommen, dass wir mit ihm diese Herrschaft der Archonten auf dieser Welt hier endlich jetzt beenden dürfen. Und wir haben ein großes Übergebäude, sage ich einmal, wo wir jetzt noch immer drinnen sind. Ja, wir haben dieses Thema mit Bill Gates. Wir haben einen Vers aus der Bibel genommen, das war Hebräer 9, 5 und 10, wo es um Dinge geht, die jetzt im Einzelnen nicht zu besprechen sind, haben das in Verbindung gebracht mit den jüdischen Festen Passa und Purim, wo immer Blut fließen musste. Genau an diesen Tagen hat eben an dem einen hat also kurz danach am nächsten Tag hat Trump sein Präsidentenamt an FEMA übergeben und das zweite, der wichtige Tag war eben dann im März, wo Tedros Adhanom, der Generaldirektor von der WHO, die Pandemie ausgerufen hat und auch über diese Dinge gesprochen hat, ja. Und wir sind da jetzt ganz tief hineingegangen mit Matthäus 24 und beleuchten verschiedene Aspekte. Und heute sind wir immer noch im Beleuchten von diesen Dingen, bevor wir dann wieder zu den anderen zurückkommen, zu diesem Hauptthema mit diesen jüdischen Blutfesten. Und heute betrachten wir die Justiz. Wir schauen uns ein wenig Deutschland an und wir schauen uns die Obersten an. Ja? Die Obersten in unserer Welt, beziehungsweise die Obersten im Himmel. Und dann stellen wir wieder den biblischen Zusammenhang her. So, ich möchte eine kleine Geschichte noch als Softie-Einstieg bringen. Und zwar, ich war unterwegs mit dem Bus und ich trage ja keine Maske, prinzipiell nicht. Ich habe ein ärztliches Attest, was mich davon befreit und noch andere Dinge auch, die mich nicht verpflichten, diese Dinge zu tun mit diesem Mundschutz, ja. Und alle sind eingestiegen und alle, die drinnen waren, jeder hatte die Maske. Und witzigerweise, die Leute, manche haben mich wirklich böse angeschaut und ich habe dort meine Bibel studiert und da haben sie gleich noch böser geschaut. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ich hatte viel böse Blicke und dann sagt der Fahrer durch, es ist eine Pflicht, während der ganzen Fahrt die Maske zu tragen. Und ich habe im Fenster gesehen, wie die Blicke auf mich gerichtet waren, weil ich war ja ohne Maske, wie ich reagiere. Und ich habe aber weiter meine Bibel gelesen und habe aber dann gesehen, in dem Rückspiegel, den der Fahrer hatte, dass er sich die Maske selber runtergegeben hat. Ja, also, okay. Um das geht es jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur etwas zeigen mit dieser Maske. Ja, die Leute verbergen etwas. Ja, da wird etwas verborgen. Die ganze Mimik, das ganze Gesicht, der Gesichtsausdruck, man sieht nur mehr die Augen. Ja? Da wird etwas verborgen, da ist etwas geheim. Und da ist mir jetzt eingefallen, es gibt, so eine Parallele, halt ein Gleichnis wieder, es gibt in der griechischen Mythologie, die ja sehr an das Christentum anknüpft, einen Fluss in der Unterwelt. Ja? Und das ist Lethe. Das heißt verborgen sein bzw. vergessen. Und angeblich sollen die Menschen, wenn sie sterben, alle aus diesem Fluss Lethe trinken und dadurch vergessen sie, es ist ihnen verborgen, wer sie im Grunde wirklich sind. Ja. Und jetzt kommt das Interessante, in der Bibel gibt es ein Wort, wo dieser Stamm Lethe drinnen ist, und zwar ist das das Wort Aletheia. Das A ist immer das Gegenteil, das heißt, das ist im Grunde eine Unverborgenheit oder eine Unvergessenheit, das heißt, man weiß wieder was. Ja. Und dieses Wort wird auf die Wahrheit, also dieses Wort heißt Wahrheit, ja, das ist die Wahrheit Gottes. Und das heißt eigentlich, die Wahrheit Gottes überführt den Menschen und zeigt ihm die Lüge und den Selbstbetrug auf, indem er eigentlich ist, ja, wenn wir mit der Wahrheit Gottes in Verbindung kommen, dann wissen wir, wo ist Lüge, dann wissen wir, wer wir eigentlich wirklich sind, ja. Und wir haben das vergessen, ja, wir haben wirklich vergessen, was vor unserer Geburt war, wer da was wir da waren, ja, das haben wir vergessen. Aber durch die Wahrheit, es geht ja darum, wer bin ich jetzt, ja, wer bin ich? Und darum haben wir auch auf unseren Stadl,
ganz groß stehen, ich bin, Punkte, 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 weil ich weiß, wer ich bin. Ja, wir wissen, wer wir sind. Ja, also nur so ein kleiner Vorspann. So, wir haben einen Vers gehabt und zwar haben wir den beleuchtet. Wir haben gesagt, wir erwarten, aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, und wir haben auch gesagt, dass dieser Typ hier, dieser Monkey Do, der will das auch machen. Neuer Himmel, neue Erde. Er nennt das eben diese neue Weltordnung. Und da möchte ich jetzt anknüpfen. Ja, diese Verheißung, das ist das griechische Wort ist Evangelia und heißt, das ist ein rechtlicher Ausdruck, eine Anordnung. Und das haben wir gefunden in der Apostelgeschichte 23, 21. Das war die einzige Stelle, wo es sich nicht auf Gott bezieht. Und da geht es um die Obersten. Da geht es um die Verheißung eines Obersten. Und den Obersten und die Obersten, die möchte ich jetzt ein wenig mit euch beleuchten. Und ich möchte euch anhand dieser Bibelstellen zeigen, nach dem Motto, wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Das heißt, die auf der Erde, das sind nur die, die von da oben bestimmt sind und das gehört zusammen. Das ist genau dasselbe. Die führen nur das aus, was die da oben tun. Die Obersten bestimmen da oben, was die Untersten da auf der Erde, die Obersten, machen sollen. So, wir haben gesagt, diese Obersten, die gehören zum Hohen Rat dazu. Das heißt griechisch Synedrion oder Sanhedrin. Das ist eine Ratsversammlung, eine Versammlung von maßgeblichen Männern, die Entscheidungen treffen, die Gesetze erlassen, die Urteile sprechen und die Gerichte halten. Ja? Schaut mal, das war bei den Juden, das ist auch im Himmel, himmlische Ratsversammlungen, ja, bei diesem Sod Yahwehs, alias Satan, und das passiert auf der Erde auch. Und jetzt fragt euch, wer trifft bei uns die Entscheidungen, wer sind diese maßgeblichen Männer, wer lässt die Gesetze, wer spricht die Urteile und wer hält Gericht. Schauen wir uns jetzt einmal an und dann werden wir auch erkennen, wem die eigentlich im Grunde dienen. Und als der Tempel zerstört war, wurde der Sanhedrin nicht mehr vom Hohepriester, sondern von den Patriarchen geleitet. Und da haben wir wieder dieses Stammpatriarch, dieses Arch, ja, das kommt heute oft vor. Die Pharisäer übernahmen dann die Führung von diesem Sanhedrin. Ja, und Pharisäer, wissen wir ja, was Jesus gesagt hat, er hat sie genannt Schlangenbrut, Kinder der Schlange. Ja, genauso wie er in Johannes 8, 44 zu den Juden sagt, euer Vater ist der Teufel und seine Begierden tut ihr. Und ich möchte jetzt ein bisschen noch ausholen mit diesen Obersten, und zwar mit diesem Sanhedrin auch. Es gibt eine Zeitung, die heißt Israel heute. Und ich habe da einen interessanten Bericht gefunden vom Juni 2015, 3. Juni 2015, und da ist die Überschrift Die Erlösung Israels. Vor einigen Jahren, steht da, wurde in Tiberias ein neuer Sanhedrin ausgerufen. Ja, wir wissen ja, ausgerufen, das ist auch unser Wort, proklamieren. Das ist das, was wir auch proklamieren. Das tun wir auch. In Tiberias. Der Ort wurde deshalb gewählt, weil nach jüdischer Tradition das heilige Gremium dort zuletzt getagt hatte. Ja? Wir haben das alles in der Bibel stehen. Und der Sanhedrin hat auch mit dem Kommen des Messias, der Juden und mit der Endzeit zu tun. Das ist sehr interessant. Ja? Und wir haben es gibt da auch so Abschnitte wie in der Bibel, es gibt Kapitel, Verse, und da steht in Sanhedrin 4,11, gekürzt halt ein bisschen, alle Weisen des Landes Israel werden darin übereinkommen, Richter mit Vollmacht zu ernennen, die Strafsachen und Urteile fällen. Ja, da haben wir wieder diese Punkte, Strafsachen, Gerichte, Urteile. Ja. Und wir haben schon gesagt, was Jahwe vorhat. Ich will die Richter und Ratgeber wiederherstellen. Und die Ratgeber, das sind die bösen Ratgeber, die anderen schaden. Ja, da haben wir gesagt, das ist der Bereich Pharmazie und Ärzte. Ja, die haben da eine Absicht, dass das wiederhergestellt wird, weil der da oben das ihnen so sagt. Weil das in der Bibel so steht. Ja? Und die Bibel ist das Drehbuch für diese ganzen Zionisten und diesen ganzen Herrschaften, was da heute abgeht. Und wirklich, ich möchte euch im Grunde zeigen, dass diese Versammlungen im Himmel, da steht jemand vor, und auch diese ganzen Versammlungen, die hier auf der Erde passieren, überall, ja? Diese ganzen Versammlungen von maßgeblichen Männern, ja? Schauen wir mal, wer ist das? Das sind Politiker, die Entscheidungen treffen, ja? Das ist das Parlament, die Gesetze erlassen, Staat, EU, die Urteile sprechen, das sind die Staatsanwälte, das Gericht hält, das sind die Richter. Und dass die allesamt, die wir da jetzt aufgezählt haben, allesamt
zum System von Jahwe, das heißt vom Teufel, dazu gehören, das werden wir jetzt mit den kommenden Stellen sehen. Schauen wir uns diese Obersten ein bisschen genauer an. Das kommt einmal vor in der Offenbarung 6,15. Und zwar ist das das Kapitel, wo die Siegel geöffnet werden. Ja. Und Siegel öffnen bedeutet an und für sich, dass man nichts Neues erfährt, sondern dass etwas Verfügtes in Kraft tritt. Ja. Das heißt, das ist ein Machtantritt, eine rechtliche Inkraftsetzung. Ja. Und wie haben wir gesagt, dieses Recht und Justiz, das ist für uns ganz wichtig, weil wir sind genau mittendrin da jetzt. Und da steht eben in Vers 15, die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie, ja, und Freie, das ist gemeint eine politische Freiheit, und ich denke mal, ob da nicht die Enklaven damit gemeint sein könnten, alle die verbergen sich vor dem, der auf dem Thron sitzt und auf dem Lamm. Warum? Offenbarung 19, 18, Offenbarung 19 spricht davon, dass dieser Jahwe hier wiederkommt, ja. Der war, der ist, der kommt. Und da kommt er, ja, und da kommt ein gewaltiger Vogel, der fliegt am Himmel und spricht zu den Vögeln des Himmels, ja, das wissen wir, das sind ja die Dämonen. Kommt her und versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die drauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch von Sklaven, sowohl von Kleinen als auch von den Großen. Ja, hier ist dieses große Mahl Gottes, wo wir alle gefressen werden, inklusive der Obersten, der Reichen, der Mächtigen. Ja. Und damit will ich euch was zeigen. Alle, die diesen Systemen dient, alle, die ihr Autorität und Macht habt, die ist erstens einmal von unten und ihr werdet letztendlich weggeworfen. Weggeworfen wie ein ausgerungenes Handtuch, ja. Wenn ihr euer Amt vollbracht habt, dann werdet ihr genauso weggeworfen wie damals ein Hitler und wie damals ein Judas. Ja? Ihr seid nur Marionetten und das, was er verspricht, das hält er nicht. Das sei euch gewiss, glaubt mir das. Das steht genauso in der Bibel drinnen. Ja? Und Jesus hat sie genannt. Er hat gewusst, dass diese Machtübernahme, dass dieses Böse so kommen wird, und hat gesagt, in Markus 10, 42, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und die Großen üben Gewalt aus über die Nationen. In Matthäus 20, 25, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und unterdrücken und ihre Großen üben Gewalt aus. Ja. Lukas 22, 25, die Könige der Nationen beherrschen sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ja. Jesus hat gewusst, dass diese Herrschaft kommt, aber er weiß auch, was mit ihnen passieren wird. Und das ist auch eine Warnung an euch alle, die ihr dort arbeitet. Geht aus, solange es noch Zeit ist. Schaut einmal wirklich genau hin, wem ihr da dient. Auch wenn ihr viel Geld bekommt, auch wenn ihr viel Ruhm habt, macht es nicht so wie Pilatus. Ja? Pilatus hätte zurückgehen können. Er hätte noch die Macht gehabt und zurückgehen können. Aber seine Position war ihm viel zu wichtig. Ja? Sein Ansehen war ihm alles viel zu wichtig. Und so hat er dann, ist er nicht zurückgetreten. Ja? So. Wie können wir das Ganze jetzt biblisch entschlüsseln? Das machen wir jetzt auch. Es gibt ein griechisches Wort in der Bibel, das heißt Mysterion. Ja, und Mysterion, das ist ein Geheimnis. Das ist etwas Geheimes, Verborgenes, in dem nur eine gewisse Elite eingeweiht ist und dass das dann immer so weitergegeben wird. Und das hängt immer mit Macht zusammen. Ja, und das ist speziell in der Bibel, ist das beleuchtet. Und das sind religiös politische geheime Lehren, speziell die auch der eleusinischen Mysterien. Ja, und die eleusinischen Mysterien, da gab es ein Demeter-Heiligtum in Eleusis, das war bei Athen, und die gehörten zum Staatskult der Athener dazu, ja, also immer mit Staat in Verbindung. Und jetzt schauen wir uns an, diese Geheimnisse, wo die in der Bibel vorkommen, damit wir da ein bisschen einen tieferen Einblick haben von denen, die in den Systemen arbeiten. 2. Thessalonicher 2,7 schreibt von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ja? Und das ist das Treiben des Antichristen, was jetzt verstärkt ist, was im Verborgenen schon begonnen hat und einmal ganz offenkundig vor sich gehen wird. Und das ist jetzt der Fall. Das hat im Verborgenen begonnen und geht jetzt ganz offenkundig. Ja? Er versteckt sich nicht mehr. Das geht ganz offenkundig vor sich. Ihr braucht es nur anschauen. Onkel Bill oder Tetros Athanon. Das ist offensichtlich.
ganze Welt, das ist öffentlich, ja, nicht mehr im Verborgenen. Ja. Das ist genau das, dieses Geheimnis ist jetzt mehr oder weniger offenbar. Ja. Und gehen wir jetzt noch einmal zurück zu den Obersten. Zu diesen Obersten, haben wir gesagt, die sind in der Offenbarung 6, wo die Siegel geöffnet werden. Ja. Und dort wird auch gesprochen von diesen vier apokalyptischen Reitern. Ich stelle euch die letzten Videos, wo das behandelt wird, unten rein, dann könnt ihr euch anschauen, was damit gemeint ist. Ja. Und wir haben eben gesagt, diese Reiter, der erste hat Pfeil und Bogen, das ist Machtmissbrauch der Obrigkeit, der zweite Reiter ist der mit dem Schwert, das bedeutet Krieg, der dritte mit der Waage ist für Teuerung und Hungersnot und der vierte Reiter ist für Tod und Seuche. Und wir haben gesagt, dass diese apokalyptischen Reiter, haben wir da besprochen mit dem Parlament, mit diesem Gebäude und da ist auch dieser Wagen mit den vier Pferden vorgespannt. Und ich habe dann euch eine Hausaufgabe gegeben und habe gesagt, googelt es mal und schaut euch die Bilder an und vergleicht dann das Parlament in Wien, ja, und den Asklepios-Tempel. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, ob ihr fleißig wart oder ob ihr meine Aufgaben gar nicht... Wie gesagt, wir sind hier Täter, wir tun hier etwas. Ja, und ich sage das nicht einfach nur so dahin, ich erwarte mir schon von euch, dass ihr auch etwas tut. Und zwar... Für die Faulen, die es nicht gemacht haben, zur Unterstützung, ich gebe euch unten einen Link rein, das sind Bilder, ja, der Text ist wurscht, was dabei steht, es geht nur um die Bilder, schaut euch bitte diese Bilder an und vergleicht sie miteinander, dann kommt sie selber drauf, ja, ich habe euch ein Bild reingestellt vom Parlament in Wien, ich habe euch ein Bild reingestellt vom Asklepios-Tempel, von diesem, dann noch eins vom Asklepios-Tempel in Pergamon und dann habe ich euch noch reingestellt das Weiße Haus, ja, im Hintergrund übrigens der Obelisk. Und schaut euch diese Bilder an, ihr braucht es nur mit einem Klick drauf, dann habt ihr die Bilder. Und bitte das Augenmerk auf dieses Ding hier, ja, auf das Dreieck. Ihr kommt sicher selber drauf. So, ich möchte jetzt trotzdem noch diesen Asklepios-Tempel mit dem Pergamon-Altar in Pergamon beleuchten. Und zwar, dieser Asklepios-Tempel, der ist heute, also dieser Pergamon-Altar, von Pergamon ist heute im sogenannten Pergamon-Museum in Berlin. Ja? Und auf diesem Relief sieht man, da tobt ein Kampf der Giganten und der Preis ist die Herrschaft über den Planeten Erde, über den Himmel und die Unterwelt. Ja? Es ist ein Krieg der Welten mit sagenhaften Superhelden. Und ich habe immer gesagt, wir haben sich da jetzt eingemischt. Und dem Anschein nach hat die momentane Herrschaft hier jemand anderer übernommen. Denn die Menschenrechte, wenn man sieht, die zählen nicht mehr. Ja? Sie werden übertreten und es gibt sogar Anordnungen dazu, sie bewusst zu missachten. Obwohl die Charta der Menschenrechte genau gesetzlich geregelt ist, wird dagegen verstoßen. Habe ich mal geschrieben, ist gleich, das ist das Wirken des Antichristen, das jetzt nicht mehr verborgen, sondern offensichtlich vor sich geht. Der Onkel Bill und der Tetros. Ja. Und dieser Pergamon-Altar, als ich davon gehört habe, dass es den gibt, habe ich sofort begonnen, dagegen zu proklamieren und diesen zu zerstören. Ja. Und das ist interessant. Das war 2014, habe ich damit begonnen. Ich habe das eh schon einmal erzählt. Und ich habe dann in die Nachrichten, also ich habe dann Berichte gelesen, dass dieser Pergamon-Altar, ich wollte mir dann ein Bilder anschauen, im Pergamon-Museum in Berlin, ist seit diesem Zeitpunkt, seit 2014, komischerweise plötzlich geschlossen. Wegen Sanierungsarbeiten. Ja, ich habe dort einfach diesen Tempel zerstört, ich habe dort Blitze hingeschickt, ich habe das Blut Jesu Christi drüber gegossen, damit die alle verätzt werden dort. Jetzt nicht die Menschen, ja, sondern diese geistigen Wesen, die damit im Zusammenhang sind. Dann hat es immer geheißen, jetzt wird er eröffnet. Und ich habe gesagt, nein, der wird nicht eröffnet, ich habe weiter proklamiert. Dann haben sie wieder gesagt, er wird eröffnet, ich habe weiter proklamiert. Und jetzt heißt es voraussichtlich 2023 wird er eröffnet. Ich meine, nur mal logisch denken, ja. Diese Stadt hat viel Geld, ja, und etwas zu renovieren dauert, wenn es gut geht, vielleicht ein Jahr. Das kann nicht so lange dauern, ja, und jetzt soll das noch 3 Jahre dauern. Und ich sage wieder, Megenito, 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 absolut nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage, ja. Das wird nicht so sein, weil wir weiter dagegen programmieren. So, jetzt möchte ich einmal schauen.
Wo kommt in der Bibel dieser Asklepios-Tempel vor und warum ist es so wichtig, dass wir den vernichten? Den haben wir, diesen Asklepios-Tempel, wie gesagt, der war in Pergamon. Ja? Und das steht in der Offenbarung Kapitel 2, natürlich Vers 13. Asklepios war der griechische Gott der Heilkunst. Ja? Lateinisch ist das Aesculap. Und der Vater von ihm war Apollyon, die Mutter, das war der Zerstörer, der Verderber, die Mutter war Corona. Ja, das Kind war in dieser Asklepios. Und sein Symbol war diese Stange mit der Aesculap-Schlange drauf, das, was unser heutiges Apotheken-Logo und Ärzte-Logo ist. Ja. Und dort wurde dieser Gott der Heilkunst eben angebetet. Und da war dieser Altar. Ja. Und ich frage mich immer, was dort wohl geopfert wurde. Tiere, Menschen, Kinder. Ich stelle euch unten einen Blog rein, da geht es auch darum, dass wir unsere Kinder, wenn wir sie impfen, Dämonen opfern. Ja, ich stelle den Blog unten rein, schaut euch das einmal an. So, in Pergamon, dort ist dieser Thron Satans, das steht in Vers 13, und dort lässt er sich im Endeffekt von der ganzen Welt anbeten. Als Gott der Heilung, ja, die Stange mit der Schlange drauf. Unsere Ärzte und Apotheken. Und Asklepios beherrschte und beherrscht auch heute noch die gesamte Medizin, die Chirurgie und die Kräuterheilkunde. Und ich kann wirklich nicht jetzt darauf eingehen, wir schweifen eh schon so weit ab. Ich möchte euch wirklich dieses Buch hier empfehlen von mir. Es gibt an und für sich zwei Bücher, ja, mit demselben Titel, das heißt Hauptsache gesund ist nicht die Hauptsache. Da gehe ich ganz genau auf diese Dinge drauf ein. Und ich würde euch aber empfehlen, ich meine, wenn ihr eh auf diesen Kanal seid, dann vertragt ihr schon was Hartes. Da drinnen wird das genauer beschrieben. Ja. Ihr könnt das gern bei mir bestellen. Da ist ein bisschen billiger. Oder ihr bestellt es beim Verlag direkt oder bei Amazon, je nachdem. Aber ich würde euch das wirklich ans Herz legen, das zu studieren, vor allem die Ärzte oder die auch in Apotheken arbeiten oder wenn ihr jemand kennt oder wenn ihr selbst noch Konsumierer von diesen Dingen seid. Das ist nämlich nicht ganz ungefährlich, die Sache. Ja? Und das ist das, was Jahwe gesagt hat in Jesaja 1,26. Ich will die Richter und die Ratgeber wiederherstellen. Ja? Das sind die Wiederherstellung der Dinge. Der Dinge. Und jetzt möchte ich in diesem Zusammenhang ein wenig die Geschichte Deutschland mit diesem Tempel beleuchten. Und zwar, wenn man das jetzt weltweit anschaut, ja, diese ganze Sache mit der Pandemie und so, ich kann nicht so weit blicken, aber ich kann zumindest, dadurch, dass ich Leute in Deutschland kenne, sehe ich, dass es dort, dass die eigentlich viel ärmer sind. Also dort geht es wirklich hart zu und dort sind auch die Leute, die wir auch auf die Barrikaden gehen, was wir gesehen hatten, auch mit Demonstranten und das Ganze, also die tun auch was. Einige halt, die es verstehen, worum es geht. Ja. Und dort ist es wirklich ziemlich arg. Ja. Und in Deutschland ist viel Unheil ausgegangen, ja, seit dieser sogenannte Thron Satans sich mitten in Berlin befindet. Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Geschichte weiter zurückschaut, es gab einen Chefarchitekten, da haben wir wieder dieses Arch, für die, ich buchstabiere das, ich spreche das jetzt nicht aus, weil es gibt eine Zensur, so eine Computerzensur, wenn gewisse Wörter fallen, dann ist das Video gesperrt. Ja, darum buchstabiere ich das. Dieser Chefarchitekt von der NAZI-Partei, der hieß Albert Speer, so wie der Speer. Und der neue Kanzler, A.Hitler, beauftragte, den Paradeplatz in Nürnberg zu entwerfen. Und dieser Albert ließ sich vom Pergamon-Altar inspirieren, ja, und er baute dann die sogenannte Zeppelin-Bühne in Berlin, wo sich der Dolphy bejubeln ließ. Ja. Dort hat er seine Reichstage abgehalten, dort hat er Verkündigungen und Proklamationen abgegeben. Und ich habe dann im Zuge der Recherchen einen Blog gefunden, da steht, das sind nicht meine Worte, ja, es wird vermutet, dass dieser Altar eine der Kraftquellen für Adolf und sein Regime gewesen sein könnte. Es wäre daher wichtig, das bekannte Ausstellungsstück der antike Sammlung der Museumsinsel wieder loszuwerden. Ja?
Und es gibt in der Bibel einen Bericht, wo es auch darum geht, wo etwas ist, das man schnell wieder loswerden wollte, weil es Unheil brachte. Ja? Und das, die Bundeslade, die Lade der Macht, war bei einer Schlacht, wurde sie von den Philistern, die Philister haben gesiegt und haben die Bundeslade als Beute mit nach Hause genommen und haben es halt dort gehabt. Und seitdem war sehr viel Unheil und Elend und auffallenderweise lauter Schlechtigkeiten. Ja? Und dann haben sie diese Bundeslade zu ihrem Gott Dagon hineingestellt, und wie sie am nächsten Tag hinkommen, ist diese Statue umgestürzt, ja? Mit dem Gesicht nach unten. Dann haben sie die wieder aufgestellt, und am nächsten Tag, wie sie kommen, ist diese Statue wieder gestürzt und war zerstückelt. Und es war, seitdem die Lade dort war, waren unglückliche, unerklärliche Unglücksfälle, es war Verderben, es waren plötzlich böse Geschwüre und komische böse Krankheiten da. Und dann haben sie gesagt, da ist was, das hat alles mit dieser Lade zu tun. Wir wollen das nicht haben. Das muss weg von uns. Ja. Und dann haben sie diese Bundeslade auf einen Ochsenwagen gegeben, und der Ochsenwagen gibt ein bisschen Krugt haben, und die Lade beginnt zu rutschen. Und das war ja heilig, das durfte niemand angreifen. So hat das dieser Jahwe bestimmt. Wer das tut, wird sterben. Und da greift ihm einer hin, damit die Lade nicht rutscht, und in dem Moment fällt der Tod um. Ja. Also man sieht, da hängt viel damit zusammen. Ja, und ich glaube, dass wir das auch anwenden können auf, ihr wisst schon. Ich habe dann noch, genau, in dem Blog, wo das drinnen steht über den Dolphy und seine Tribüne mit dem Pergamonaltar, da wird sogar, das steht so in dem Blog, da wird sogar die Frage in den Raum gestellt, ob die Zerstörung des Pergamonaltars in Berlin eine Aufgabe wäre, welche man in Deutschland nicht zu vollbringen habe. Dies könne ein Ausdruck von verantwortungsvollen gesellschaftlichen Handeln sein, heißt es dort. Ja? Das sind nicht meine Worte, ja? Ich habe auch dann einen anderen Beitrag gefunden mit der Überschrift: Die Nazi-Architektur brauchen wir hier nicht. Sehr interessant, wenn man da wirklich ein bisschen recherchiert. Und es wird auch berichtet, dass die Tante Angela M. vis-à-vis von diesem Pergamonmuseum in Berlin, wo dieser Pergamonaltar da ist, eine Privatwohnung hat. Ob das stimmt, ich weiß es nicht, es wird halt berichtet. Ich kann das von da nicht nachprüfen. So, wir sind immer noch bei unseren Obersten. Ja, wir haben verschiedene Bibelstellen, und die möchte ich euch zeigen, damit ihr den Zusammenhang, den Hintergrund erkennt, wo dieses Wort Oberste vorkommt, und die Hintergründe, back to the roots. Wir haben es gleich einmal in Matthäus 9,34, wo Jesus die Dämonen ausgetrieben hat, und die Pharisäer haben ihm vorgeworfen, ja, Jesus treibt ja die Dämonen aus mit dem Obersten der Dämonen. Ja, und Jesus sagt aber dann, das ist Schwachsinn, was ihr da sagt, weil wenn das so wäre, dann würde ich gegen das eigene Reich arbeiten. Und er hat hier das Reich Gottes gegenübergestellt mit dem Reich der Finsternis der Dämonen, und hat das eben durch diese Tat, wo er Dämonen austrieben hat, hat er seine Macht präsentiert, und das hat gezeigt, dass das Reich Gottes viel stärker ist. Ja? Und das Wort, was hier verwendet wird bei Obersten, ist das Wort Archon. Ja? Das sind einfach Oberste, Herrscher, Regenten oder Beamte. Ja, bitte merken oder aufschreiben, dieser Begriff ist ganz, ganz wichtig. Ja, und der Archon der Juden ist ein Mitglied des Hohen Rates. Erinnert euch, Sanhedrin, was wir vorher gesagt haben, gehört zur Pharisäerpartei dazu. Archon kann auch Synagogenvorsteher heißen. Ja? Synagogen im Zusammenhang mit den Juden wieder beachten. Das heißt, Archon heißt auch Macht, Regierung, Herrschaft, Autorität. Und jetzt, wenn wir schauen, diese ganzen Dinge, die auf unserer Erde Autorität haben oder Macht ausüben, die regieren oder herrschen, die haben eine Autorität, ja. Und wir wissen jetzt, wir können auch mit den folgenden Bibelstellen zeigen, wo das herkommt, ja. Und dass sie allesamt dem Teufel dienen, das ist diese Autorität, diese Macht, die sie haben, die ist von ihm, ja. Und wir wissen ja, Satan hat ja gesagt in Lukas 4, er wollte sie auch Jesus geben, diese Macht, aber er wollte sie nicht haben, wo er gesagt hat, der Satan zu Jesus,
ich habe die Macht und die Reiche dieser Welt gehören mir und ich gebe sie immer und ich gebe sie wem immer ich es will. Ja? Und das sind diese Leute, Marionettensysteme, denen er diese Macht gegeben hat. Matthäus 12, 24. Durch den Beelzebul, der Obersten der Dämonen. Ja? Da haben wir wieder den Obersten der Dämonen. Und Beelzebul, das ist im Judentum ein Name für den Obersten der Dämonen. Die Bedeutung, sagen sie, des Namens ist unbeschritten, geht aber meiner Meinung nach zurück auf diesen Baal. Also dieser Beelzebub geht zurück auf Baalzebub, das ist der Herr der Fliegen oder der Herr des Misthaufens. Ja. Könnte man auch sagen, dort wo die, da gibt es auch einen Vers, das ist die kleinen Fliegen und die großen Fliegen, das sind die Aasgeier, das gibt es in Matthäus 24, in der Endzeitrede sagt Jesus voraus, dass dort wo sich das Aas, wo das Aas ist, werden sich die Aasgeier versammeln. Ja. Und so ist das auch mit den Fliegen, ja, wo die ist und wo der Mist ist, dort versammeln sich die Fliegen. Das heißt, wo und Mist im Leben von eines Menschen ist, da werden sich die Dämonen sammeln. Ja, da stürzen sie sich drauf. Und ihr kennt auch den Spruch, in der Not frisst der Teufel die Fliegen. Ja. Vielleicht könnte man das gleichsetzen sogar mit diesem großen Mal Gottes, was wir gesagt haben, wo die Dämonen kommen und alles auffressen sollen, eben Offenbarung 19, 15, was wir gesagt haben, und Offenbarung 6 mit die Siegel. Das heißt, wir kennen, dass durch diese Verse auch die Diener von ihm letztendlich die Angeschmierten sind. Ja? Genauso wie die Geistwesen die Angeschmierten sind und die Betrogenen. Wo in der Bibel steht drinnen über sie, ihr werdet sterben wie die Menschen. So, und jetzt schauen wir noch einmal die Obersten an. Und zwar gibt es in der Apostelgeschichte 3,17, da spricht Paulus und sagt, und jetzt Brüder. Ja? Das heißt, er spricht zu den Juden. Paulus war auch ein Jude, er war beschnitten am achten Tag. Dann spricht er hier, ich weiß, dass ihr, also die Juden, in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Ja, immer den Zusammenhang, die Obersten und die Juden. Und dann sagt er in Vers 15, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ja, damit ist Jesus Christus gemeint. Und diese Angelegenheit, das war Gottes Mord. Das war Gottes Mord. Und ich kann das jetzt nicht näher beleuchten, diese Sache, aber es gibt etliche Stellen in der Bibel, wo über diesen Gottesmord berichtet wird. Und wer dahinter steckt, ja, dass das wirklich Satan war. Weil wir haben zum Beispiel auch in Jesaja 53, wo drinnen steht, da ist die Beschreibung, die Kreuzigung von Jesus, wie er alles für uns getragen hat, Sünden, Schmerzen, Leiden, Krankheiten. Und dann steht auch in dem Vers drinnen, wo Jahwe sagt, es gefiel ihm, er hat ihn leiden.